Wenn Stefan aus Eberbach das Haus verlässt, ist seine 26-jährige Tochter Dalin immer dabei. Der 54-Jährige lebt seit etwa 4 Jahren mit nahezu unerträglichen Schmerzen. Allein geht fast nichts mehr. Ich habe eine proximale Tetraparese, das heißt, ich habe Kraftverlust in Armen und Beinen. Ich habe eine entzündete Fettleber, wo man nicht weiß, woher die kommt. Ich habe eine Sarkoidose auf der Lunge. Ich habe keinerlei Reflexe mehr in Armen und Beinen und auch kein Gefühl mehr. Alle Hände und Gelenke sind angeschwollen. Diese Schwellungen ziehen sich zum Teil bis in den Kopfbereich. Eine Diagnose, was das ausgelöst hat, die fehlt bis heute. Und das geht jetzt seit 5 Jahren so. Papa mit all den Schmerzen ins Heim abschieben, das kommt für Dalin nicht in Frage. Wir leben in einer Vater-Tochter-WG, weil meine Mutter vor fast 4 Jahren gestorben ist und der Papa alleine nicht mehr leben kann. Ich habe mich von mir aus dazu entschieden, ich wollte das so machen und deswegen ist das für mich auch vollkommen in Ordnung. Man braucht halt ein stabiles Umfeld, einfach Freunde, die das akzeptieren, die das mitmachen, die habe ich. Den eigenen Vater pflegen, sich um Haushalt, Körperpflege, Medikamente, aber auch viel Papierkram mit Ämtern kümmern. Eine Entscheidung, die den meisten von uns mit Mitte 20 wohl eher schwer gefallen wäre. Wir haben schon immer ein sehr gutes Verhältnis miteinander gemacht, haben schon immer gerne Filme zusammengeschaut, Zeit miteinander verbracht. Und deswegen fiel mir die Entscheidung auch unglaublich einfach. Auch fürs Kochen ist Dalin zuständig. Dabei muss streng auf Stefans Ernährungsplan geachtet werden. Heute gibt's Haferflocken mit Joghurt, Äpfeln, gesüßt mit Apple Pie und Sinnerliches. Und es ist die Lieblingssüßspeise vom Papa. Fulltime-Pflege von der eigenen Tochter. Für Stefan ist das keine Selbstverständlichkeit. Ich bin dir wirklich extrem dankbar, dass du das tust, weil in Worten kann man das nicht ausdrücken, was du eigentlich auf dich nimmst. Oh, mein Leim. Beine musst nicht. Du bist es. Ja? Aber ich mach's gern. Dating und Karriere machen, das sind nur 2 Dinge, bei denen Dalin im Moment zurücksteckt. Bei einem Thema ist sie aber ganz die Mitte-20-Jährige. Social Media. Auf dem Insta-Account Stefan und Dali gibt's täglich Stories aus der Vater-Tochter-WG. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Eigentlich ist die Pflege von Papa bereits ein Vollzeitjob, der Dalin komplett auslastet, nur bezahlt wird sie dafür nicht. Damit genug Geld reinkommt, hat sie einen Job angenommen. Nachts, wenn Stefan schläft, arbeitet sie in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung. Für die Zukunft hat Dalin zurzeit nur einen Wunsch. Dass wir eventuell doch einen Arzt finden, wo uns einfach eine Diagnose geben kann, damit man ihn eben gut medikamentös einstellen kann, damit er eventuell auch nicht mehr so viele Schmerzen hat. Und dass wir einfach noch so viel und so schön Zeit wie möglich miteinander verbringen können.